Willkommen hier bei Asphalt Art bei schönstem Eifelwetter. Wir stehen in der Nähe vom Nürburgring. Es regnet mal, es windet mal, es ist dazu richtig schön kalt. Ganz egal, wir zeigen euch heute den neuen Kia Sorento. Los geht's wie immer mit dem Schlüssel. Kia-typisch sieht der so ein bisschen besonders aus. Ich finde das cool. Ich sag euch auch gleich warum. Ja. Er ist schön flach, er flutscht schön in die Tasche rein, trägt nicht so auf, ist hier alles Plastik. Ja, jetzt nicht so was super Besonderes. Warum finde ich diese besondere Form so cool? Ja, wenn ich den in der Tasche habe, kann ich immer sofort erspüren, hier ist der Knopf zum Verriegeln und hier ist er zum Entriegeln. Das finde ich ist eine coole Sache. Da hat jemand mitgedacht. Los geht's hier erstmal mit den grundlegenden Daten und Fakten zum neuen Kia Sorento. Das, was ihr hier seht, das ist der Diesel als Allrad. Das ist ein 2,2 Liter Diesel, 202 PS, 440 Newtonmeter. Und wenn ihr euch das Auto jetzt mal so in seiner ganzen Pracht und Schönheit anguckt, es ist ja schon ein ziemlicher Koloss, dann verrate ich euch die Daten. Der neue Sorento ist ohne Außenspiegel 1,90 Meter breit, er ist 1,70 Meter bzw. 1,69,5 Meter hoch und er ist 4,81 Meter lang. Los geht's mit dem neuen Sorento in der Basisausstattung bei 41.400 Euro. Das, was wir euch heute zeigen, ist der Sorento in der Platinum-Ausstattung in der Farbe, wie hieß sie denn nochmal? Alex, erinnerst du dich noch? Wie war denn nochmal die Farbe? Ich blende es euch unten ein, denn es gibt den Sorento jetzt erstmals in ziemlich vielen verschiedenen Farben. Das ist neu hier am neuen Modell, finde ich sehr cool, aber deshalb habe ich sie mir natürlich nicht gemerkt. So, wo war ich stehen geblieben? Platinum Edition, der teuerste Sorento, den ihr euch bestellen könnt, kostet rund 54.400 Euro. Das ist das, was wir euch heute zeigen. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mir viel zu teuer und jetzt, wo der neue Sorento rauskommt, gucke ich mal lieber auf den Gebrauchtwagenmarkt nach dem Vorgänger, dann checkt diesen doch ab mit Hilfe von CarVertical. CarVertical unterstützt uns bei diesem Video. Was ist das? Das ist ein Online-Dienst. Da nehmt ihr die Fahrzeugidentifikationsnummer von dem zu kaufenden Objekt der Begierde, gebt die dort ein und dann spuckt euch CarVertical einen Damage Report aus, der euch sagt, wie viele Vorbesitzer gab es da? Was ist der letzte erfasste Kilometerstand? Gab es hier vielleicht mal eine Beschädigung an dem Auto, von der euch der Besitzer nicht sagt? Wurde das Auto mal als Taxi oder als Mietwagen eingesetzt? Und manchmal, wenn ihr Glück habt und da mal eine Werkstatt irgendwelche Reparaturen dokumentiert hat mit Fotos oder irgendwelche Schäden, gibt es sogar noch Fotos dazu. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es einen direkten Link zu CarVertical, wo es sogar noch 10% Rabatt gibt. Und damit würdet ihr uns unterstützen bei diesen Videos. Wir schauen ihm als erstes nochmal unter die große Klappe und hey, ja, obwohl wir hier bei einem, nehmt es mir nicht übel, ich sage jetzt das böse Wort, günstigen asiatischen Hersteller sind, ich werde euch später zeigen, dass das hier nichts mehr mit günstigem Feeling zu tun hat in dem Auto, haben wir hier zwei richtige Haubenlifter. Ja? Ich muss hier keine Stange reinmachen. Coole Sache. Das hier ist der eben angesprochene 2,2 Liter Turbodiesel. Den gibt es als 2WD, als frontangetriebene Version und auch als AWD. Den fahren wir heute als Allradantriebler. Ja, und der hat dann eben die eben genannten 202 PS und 440 Newtonmeter. Den neuen Sorento gibt es auch als Hybrid. Das ist dann ein voll integrierter Hybrid und kein Plug-in-Hybrid. Aber später kommt diese Generation des Sorentos dann auch noch als Plug-in-Hybrid. Das ist dann die gleiche Basis wie jetzt schon, nur noch ein etwas fetterer und kräftiger Elektromotor. Wir haben uns aber heute für den Diesel entschieden, weil wir uns gedacht haben, ja, wahrscheinlich wird dieses Auto am häufigsten als Diesel gekauft. Ich mache ihm die Klappe mal zu. Zu ist sie. Und wir bleiben gleich hier vorne stehen und fangen an mit dem Design. Los geht das Ganze, wie immer, hier oben an der Kante mit den Lichtern. Und ihr seht schon, wenn ihr euch jetzt mal die Front anguckt, der neue Sorento hat den Begriff neu wirklich verdient. Er sieht völlig anders aus als der Vorgänger. Er sieht unglaublich viel moderner aus und in meinen Augen auch einfach viel hochwertiger. Wir haben jetzt hier ein Voll-LED-System. Diese drei Punkte, das ist das Abblendlicht. Diese einzelne Spange hier drunter, das ist das Tagfahrlicht und auch gleichzeitig der Blinker. Wenn ihr links oder rechts blinkt, geht in dem Moment das Tagfahrlicht aus. Und hier in dieser nach unten gesetzten Augenbraue habt ihr dann das Blinklicht.
Hier unten geht es dann weiter mit so einer schwarzen Spange, die diese ganze Front noch ein bisschen breiter und noch ein bisschen sportlicher macht. Das ist hier, ja, geht durch. Ja, hier ist so ein kleiner Air Curtain. Wenn ich jetzt hier reinfasse, kommt das hier hinten noch wieder an. Der sorgt dafür, dass die Luft, die sich hier vorne staut, aerodynamisch ideal an der Felge vorbeigeführt wird. Ja, coole Sache. Weiter ein Stückchen mittig kommt der Kühlergrill. Der ist jetzt hier in so einem Hochglanz-Schwarz, so dreidimensionale Formen, sieht ziemlich modern aus. Sieht in meinen Augen auch sehr hochwertig aus. Sieht irgendwie schon nach einem Premium-Gesicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt es wirklich gut. Mittig dann das wirklich sehr große Kia-Emblem. Darunter versteckt sich eine Kamera, denn den Sorento gibt es. Ist ja ein großes Auto mit so Spielereien wie 360-Grad-Kamera und Remote-Parking und all so einem Zeug. Und hier unten haben wir dann noch eine große Platte. Dahinter verbirgt sich die Radareinheit für die ganzen Assistenzsysteme, wie zum Beispiel den abstandsgeregelten Tempomat. Ja, und dann bleibt nur noch die große, fette, mächtige Haube übrig, die wir uns eben schon angeguckt haben. Die hat in der Mitte einen so einen großen Power Dome und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde so diese neue Kantigkeit, Sportlichkeit und diese Formen hier am Sorento außerordentlich gelungen. Mir hat der Vorgänger nie so richtig gefallen. Hier ist es jetzt aber das ganze Gegenteil. Hier auf der Seite zeigt uns der neue Sorento nochmal seine gesamten 4,81 Meter Länge und 1,70 Meter Höhe. Und übrigens, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die Farbe heißt Graphite Metallic. Und das ist eine von 10 zur Wahl stehenden Farben, die es jetzt beim neuen Sorento gibt. Los geht's jetzt hier auf der Seite, aber mit den Felgen. Auf unserem Sorento sind 19 Zoll Alufelgen, zweifarbig, vorne Glanz gedreht drauf. Ja. Sieht schick aus. Es gibt den Sorento jetzt sogar mit 20 Zoll Felgen und los geht der ganze Spaß, die wilde Fahrt bei 17 Zoll Alufelgen. Und es gibt übrigens, soweit ich das gesehen habe, nur noch Alufelgen. Coole Sache, ist also immer serienmäßig. Das Rathaus ist dann hier nochmal so verkleidet mit so einem Kunststoff, das wirkt alles so ein bisschen rustikaler, fügt sich hier auch in unser Graphite Metallic ganz gut ein. Meine Lieblingsfarbe für den neuen Sorento, das ist so ein Metallic Blau. Guckt gerne mal in den Konfigurator rein. Ich finde, das steht dem Auto außerordentlich gut. Sieht sehr schick aus. Hier auf der Seite dann so ein kleines Designelement. Ja. Setzt halt schick hier so den Kotflügel von der Tür ab. Links und rechts zwei wirklich sehr große Spiegel. Und jedes Mal, ich glaube in jedem einzelnen Video, was ihr auf diesem Kanal seht, habe ich gesagt, Spiegel sehe ich gut drin und ja, passen sich aber schön in der Form an. Hier sehe ich sehr gut drin, aber ich finde, sie könnten so ein bisschen schmaler, flacher, sportlicher, keine Ahnung sein. Ja? Dafür sehe ich aber wirklich sehr gut. Und okay, es ist immerhin ein SUV, also darf es auch große Spiegel haben. Hier drunter verbirgt sich dann genauso wie auf der anderen Seite auch nochmal die Kamera für die 360 Grad Rundumansicht. Wir gehen weiter am Sorento. Hier auf der Fahrertür seht ihr ein kleines Knöpfchen. Damit könnt ihr das Auto verriegeln und entriegeln. Es ist aber auch so, wenn ich mich als Fahrer mit Schlüssel in der Tasche dem Auto nähere, dann merkt er das schon und geht auch auf. Hinten habe ich dieses Knöpfchen leider nicht. Jetzt können wir wieder die Diskussion miteinander anfangen, ob man hinten Keyless Entry braucht oder nicht. Ich finde es sehr praktisch. So. Weiter geht es hier mit dem Fensterrahmen. Das ist so eine Chromspange. Finde ich wirklich sehr schön, gerade im Kontrast zu diesem Graphite Metallic hier. Das setzt den Fensterrahmen nochmal so ein bisschen ab. Dazu die silberne Dachreling, wo ich ordentlich was festschnallen kann. Und wenn ich will, kann ich den Sorento auch noch mit einem richtig großen Panoramaglasdach bekommen. Das ist bei unserem jetzt nicht ausgestattet, wäre aber möglich. Hinten ist bei uns die Scheibe dunkel getönt, würde ich mir auch unbedingt immer so bestellen. Ich finde, das sieht einfach immer schön aus. Es gibt so einen gewissen sportlichen, knackigen Look, auch halt einfach dieser Hell-Dunkel-Kontrast. Und hier hinten, da ist man bei Kia sehr stolz drauf. Das sieht man zum Beispiel auch beim neuen Kia Proceed, diese Haifischflosse, die hier hinten abschließt. Da hat man sich also gesagt, man zieht diese Fensterlinie nicht einfach nur simpel bis ganz nach hinten runter, sondern man setzt hier noch so ein kleines Designelement rein. Ja, wenn ich mir das so angucke, es passt, es ist stimmig, es sieht alles irgendwie stimmig aus, finde ich gut. Das letzte, hier seht ihr das, Tankdeckel ist hier links im Gegensatz zu vielen anderen deutschen bzw. europäischen Herstellern. Also, wenn ihr an die Tankstelle fahrt, ne, mit dem Kia Sorento, dran denken, links ist der Tank, ansonsten wird es peinlich, wenn ihr mit dem Schlauch ringsrum müsst. Hallo. Klar, keine Kunst aus so einem Kia Sorento Kofferraum auszusteigen. Ich habe ja immerhin 910 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, wenn ich mit meinen 1,84 Meter aus einem Fiat 500 Kofferraum aussteige, dann guckt doch gerne mal hier bei den anderen Videos auf dem Kanal vorbei. Ja, 910 Liter Kofferraumvolumen habe ich hier. Zumindest, wenn ich ihn als Fünfsitzer fahre, so wie wir. Es gibt den Sorento auch als Siebensitzer. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, ein aktueller Skoda Kodiaq hat fast 100
100 Liter weniger Kofferraumvolumen, nämlich nur in Anführungszeichen 815 Liter. Und jetzt zeige ich euch mal einen Trick. Kommt mal ran hier an den Kofferraum. Ich kann die Sitzbank nämlich natürlich im Verhältnis 60-40 umlegen. Und ich habe hier keinen schnöden Fernentriegelungshebel, ja, wo ich dann vielleicht auch noch drücken muss, damit die Sitzbank umfällt. Nein. Nicht mit dem Sorento. Ich drücke hier ein Knöpfchen. Und dann legt sich wie von Geisterhand die Sitzbank um. Und wenn ich das mit beiden Sitzen mache, dann ergibt sich ein maximales Kofferraumvolumen von 2100 Litern auf einer fast ebenen Ladefläche. Ist also auch ein super Roadtrip-Auto. Albrecht, was sagst du? Sollen wir mal uns von Kia so ein Ding geben lassen und dann einen Roadtrip machen? Da kannst du ja richtig komfortabel drin schlafen. Ansonsten, hier liegt jetzt unser ganzes Geraffel drin. Das ist das, was wir auch sonst immer dabei haben. Mein großer Kamerarucksack, eine große Kameratasche von Alex, der wie immer hinter der Kamera steht. Noch ein Stativ, ein Kamerakran. Und das sieht irgendwie so leer aus, aber wir haben sonst auch nicht mehr dabei. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte was vergessen, weil das fast schon untergeht in diesem riesigen Kofferraum. Und obendrein auch noch, ich habe hier so ein paar Laschen. Habe ich hier sogar auch noch so ein paar Fächer drunter für Erste-Hilfe-Kasten. Hier drunter sind noch mehr Fächer. Ich kann den Ladeboden zwar nicht versetzen, aber ich kann da halt noch Kleinzeug verstauen, damit es nicht rumfliegt. Ich habe einen 12-Volt-Anschluss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab, Kia. Das funktioniert ziemlich gut. Wir machen ihm die Klappe wieder zu und gucken uns dann mal den Rest vom Heck an. Das muss ich sagen, stört mich so ein kleines bisschen immer dieses Rumgepiepe, bevor das Ding auf und zu geht. Aber das ist ganz typisch bei asiatischen Herstellern so. Ist halt so, ne? Muss man sich mit abfinden. Wir fangen hier drüben genauso wie an der Front mit den neuen Heckleuchten an. Die sind jetzt hier in so einem zweigeteilten Design. Das hier auf der Seite, das ist die Rückleuchte und das Innere, das wird dann auch zum Blinker. Mir gefällt es gut und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dieses ganze Heck hier so anschaue, es ist sehr breit, es sieht sehr kantig aus, es treffen so im 90-Grad-Winkel horizontale und vertikale Linien aufeinander. Ich finde, das sieht schon sehr, sehr nach amerikanischem SUV aus. Aber mir gefällt das. Schreibt mir doch sehr gerne mal in die Kommentare, wie euch das so gefällt. Wir haben hier dann noch ein AWD-Badge dran, denn wir haben hier die Allrad-Version. Außerdem gibt es jetzt hier richtig groß prägnant Sorento auf der Heckklappe stehend. Der Knopf für die Heckklappe ist übrigens unter dem E. Ich fasse jedes Mal hier oben hin und finde natürlich keinen Knopf, weil der hier genau drunter ist. Deshalb tipp immer schön und das E greifen. Hier haben wir dann auch noch eine Rückfahrkamera für die 360-Grad-Ansicht. Was ich ein bisschen schade finde, die ist weder versteckt, noch gibt es eine Reinigungsdüse, wird dann also irgendwann wahrscheinlich dreckig werden. Und wenn wir noch eine Etage weiter runtergehen, dann haben wir hinten natürlich Park Distance Control und links und rechts zwei fette, naja, sind es Fake-Auspuffblenden? Ich weiß nicht, es ist halt so eine Chromspange, das sind natürlich keine echten Auspuffblenden. Aber gut, ich finde, es passt designmäßig zum Heck. Hier im Innenraum vom aktuellen Kia Sorento, da muss man wirklich ganz neidlos anerkennen, da hat sich sehr, sehr viel getan. Ich fühle mich ganz ehrlich überhaupt nicht mehr, als würde ich in einem, naja, in Anführungszeichen, günstigen koreanischen SUV sitzen. Ich meine, wenn ich mir den richtig voll mache, mit fast 54.500 Euro ist er ja auch nicht mehr so richtig günstig, aber ganz ehrlich, das sieht man auch im Innenraum. Ich fühle mich hier sehr wohl drin. Ich habe vor mir als Fahrer ein großes, volldigitales Cockpit. Es ist auch wirklich sehr, sehr scharf, wenn ich hier rangehe. Ich sehe keine Pixel. Auch alle Zeiger auf den dargestellten Instrumenten laufen total flüssig. Da ist nichts am Rumruckeln. Ich kann mir hier verschiedene Stile anzeigen lassen und habe da noch so ein paar technische Spielereien drin. Wie zum Beispiel, wenn ich einen Blinker setze und abbiege, dann wird mein Drehzahlmesser rechts zu einem Totwinkelassistenten, der mir dann nämlich aus der 360-Grad-Kamera den Blick nach hinten zeigt. Finde ich eine wahnsinnig praktische Sache. Das macht zum Beispiel der Hyundai Nexo auch so. Gibt es bei uns auf dem Kanal auch ein Review zu. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Das Lenkrad ist in unserem Fall voll beledert. Es ist auch ein Multifunktionslenkrad, wo ich mich hier durch dieses ganze System durchnavigieren kann. Ich kann die Assistenzsysteme bedienen und ich kann hier Multimedia bedienen. Außerdem habe ich hier hinter noch Schaltwippen zum Hoch- und Runterschalten und dahinter die Stockschaltung für Licht, Scheibenwischer, Blinker und alles, was man halt so an so einem Auto hinterm Lenkrad bedient. Ansonsten hier die Türtafeln, die wurden auch komplett neu gestaltet. Ihr habt hier oben so ein weiches Material, das ist kein harter Kunststoff. Dann die Türgriffe, riesengroß, das ist Kunststoff alles.
integriert mit so einer neuartigen Ambient-Beleuchtung. Ich habe gehört, da ist Kia sehr stolz drauf. Und das sieht auch sehr cool aus, denn es ist nicht einfach nur so ein Streifen, sondern ihr habt hier so ein, wie so ein Fischschuppenmuster überall auf den Designelementen und die sind dann auch einzeln mit beleuchtet. Ihr habt da die Fensterheber, alles Kunststoff, machen aber einen ganz soliden Eindruck. Habe ich kein Bedenken, dass die irgendwann den Geist aufgeben. Hier gibt es dann einen fetten Türgriff, wo man auch mal sowas reinschmeißen kann, schnell wie ein Portemonnaie oder ein Parkticket oder sowas. Und dann die Türtasche. Die finde ich, ja, das finde ich ein bisschen schade, denn ich sag mal, so eine 1-Liter-Flasche, die geht da wirklich so gerade eben mit Drücken rein. 1,5 Liter, keine Chance. Das finde ich schade, gerade in so einem großen Auto, mit dem ich ja wahrscheinlich auch mal lange Strecken fahre. Da wünsche ich mir doch, dass da mehr reingeht. Ich sitze hier auf Ledersitzen, die sind auch voll elektrisch einstellbar, sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite. Das ist sehr schön. Die paar Meter, die wir jetzt gefahren sind, waren auch sehr bequem. Hier vorne kann ich sie beheizen und belüften. Das Ganze dreistufig, sehr coole Sache, ist ziemlich bequem. Das finde ich gut. Mittig haben wir in der Head Unit einen riesengroßen Touchscreen, der links und rechts gesäumt wird von so ein paar Schnellwahl-Funktionstasten, Media, Radio, Navi, Karte. Dann kann ich noch das Radio bedienen und die verschiedenen durch die Tracks durchwischen und kann mich hier per Touch auf diesem ganzen System fortbewegen. Darunter die Klimabedienung. Hier hat uns Kia noch ein paar echte Knöpfe gelassen für wärmer, kälter und alles sowas wie Belüftungsintensität oder Umluft und Klima an aus. Das ist dann in so einer Touchleiste untergebracht und alle anderen Bedienelemente, Automatikklima aus, Frontscheibenheizung, sowas, sind tatsächlich echte Knöpfe. Wir haben hier ziemlich viele Lüftungsdüsen, also sowohl links von mir als auch rechts von mir haben wir jeweils zwei, eine oben, eine unten. Finde ich eine coole Sache, da kann ich mir nämlich sehr individuell einstellen, wo ich es mir gerne hingepustet hätte. Eine Etage tiefer gibt es ein großes Ablagefach, es ist alles in so einem Klavierlack. Ich mag Klavierlack am Außendesign, ich mag Klavierlack nicht so gerne im Interieur, weil das zieht natürlich wahnsinnig die Fingerabdrücke an. Das sieht man auch jetzt schon, obwohl wir das Auto nur ein paar Meter bis jetzt bewegt haben. Hinter diesem Fach verbergen sich ganze drei USB-Anschlüsse, ein kleines Ablagefach und ein QI-Ladepad. Da liegt jetzt mein Telefon drin, ein Galaxy Note 9, ist ein sehr großes Telefon. Also auch mit allen großen aktuellen iPhone-Versionen solltet ihr hier kein Problem haben. Dahinter eine kleine Besonderheit, der Fahrstufenwahlschalter für das 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Der ist nämlich zum Drehen. So war das früher zum Beispiel bei Land Rover und bei Jaguar auch. Ich finde das cool, denn damit bin ich super schnell beim Vor- und Zurückrangieren. D, R, D, R und da habe ich schon gewendet. Dahinter hier im Sorento nochmal ein zusätzlicher Drehdrückschalter, mit dem ich zwischen den Fahrprogrammen wechsle. Einerseits zwischen Komfort, Eco, Sport und Smart. Und wenn ich da drauf drücke, komme ich in die Offroad-Programme. Da habe ich hier Snow, Mud und Sand. Denn der Kia Sorento ist ja als SUV nicht nur für die Straße gebaut, sondern auch ein bisschen fürs Gelände. Das gucken wir uns später auch noch an. Ansonsten in der Mittelkonsole zwei große Becherhalter. Das ist eine 0,75 Liter Flasche, die hier wirklich sehr easy reinpasst. Hier gehen also auch sehr große Getränkebecher rein. Nochmal ein kleines Fach und eine Mittelarmlehne. Die kann ich weder in der Länge noch in der Höhe arretieren. Darunter kommt nochmal ein wirklich sehr großes Fach zum Vorschein, was nochmal unterteilt ist mit so einer kleinen Ablage. Und diese 0,75 Liter Flasche passt hier fast aufrecht stehend rein. Sobald ich sie so ein bisschen auf die Seite lege, verschwindet die da drin. Das finde ich sehr gut, dass ich hier dann noch extra Getränke mitnehmen kann. Ich habe es am Exterieur schon gesagt, einzig das große Panoramaschiebedach fehlt jetzt hier. Unserem Sorento, das könnte ich mir noch ausstatten, würde ich glaube ich sogar auch machen, denn ich finde, das ist ein Highlight bei dem Auto, denn das geht wirklich richtig weit bis nach hinten und gerade wenn man so ein großes Dach zur Verfügung hat, macht das besonders viel Eindruck. Der neue Sorento, der hat noch so einen kleinen Party-Trick auf Lager. Ihr seht jetzt ja gerade, typische Situation, ich komme zum Beispiel vom Einkaufen und irgend so ein Idiot hat sich so nah dran gestellt, dass ich nicht so richtig Bock habe, mich da jetzt reinzuquetschen. Was mache ich da? Entweder ich gehe von der Beifahrerseite rein und versuche elegant dabei auszusehen, irgendwie hinter das Lenkrad zu kommen, oder ich nehme den Schlüssel starte das Auto aus der Ferne und sag ihm dann, lieber Sorento, komm mir doch einfach entgegengefahren. Dann muss ich mich nicht verrenken, sondern kann jetzt, gleich geht's los, rückwärts aus der Parklücke rausfahren.
Und nicht wundern, wenn er das nicht so sofort spontan macht. Der ist dann natürlich sehr vorsichtig. Denn stellt euch mal vor, hier kommt jetzt der nächste Unbegabte und läuft mit seinem Einkaufswagen hier davor. Dann bleibt er natürlich stehen. Ja, die Sensoren arbeiten weiter. Und genauso kann ich ihn dann auch wieder vorwärts in die Parklücke reinfahren, wenn ich dann ganz gemein sein will und zum Beispiel jemand anderen einparken will. Und was man jetzt sieht, der Sorento fängt sogar an zu korrigieren, denn er sagt sich, nee, das ist mir zu eng dort auf der linken Seite. Da lenke ich lieber noch mal ein bisschen gegen und fahre gerade in die Lücke rein. Echt eine coole Sache. Ja, jetzt muss ich hier nur eben gucken, weil da vorne ist kein Hindernis, da ist keine Wand, da ist eine Bordsteinkante und da würde sich natürlich so ein SUV sagen, fahre ich einfach drüber. Deshalb muss ich hier aufhören zu drücken. Aber wenn ihr ihn so in die Garage fahrt, hält er natürlich auch von selber an. Coole Sache. Der Sorento ist nicht nur von seinen Ausmaßen ein ziemlich großes Schiff, sondern er fährt sich auch genauso auf der Landstraße. Es fühlt sich schiffig an, ihr habt Riesenausmaße, 4,81 Meter, 1,90 ohne Außenspiegel. Ja, und so cruist ihr hier relativ entspannt über die Landstraße. Ihr braucht hier nichts in Richtung Sportlichkeit oder Dynamik erwarten. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Sowas will ich gar nicht haben, wenn ich mir so ein Auto hier kaufe. Der muss ganz andere Sachen können. Zum Beispiel Fahrkomfort, Langstreckenkomfort, womit wir schon mal bei einem wichtigen Punkt wären, und zwar Geräuschniveau. Und da hat mich der Sorento tatsächlich sehr positiv überrascht, denn ich finde es ausgesprochen angenehm leise hier drin. Nicht nur jetzt gerade in der Ortschaft, sondern ihr habt es ja gerade gehört, auch auf der Landstraße so zwischen Tempo 80 und 100. Obwohl das Auto so groß ist und so hoch aufbaut und damit natürlich auch viel Widerstand dem Fahrtwind bietet, ist er relativ leise. Und ich sitze auch ausgesprochen bequem. Die Sitze habe ich euch ja schon gezeigt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man hier wirklich sehr, sehr lange Strecken fahren kann. Und wo wir gerade in einem Ort drinstehen, fällt auch auf, dass dadurch, dass der Sorento ringsum solche riesigen Fensterflächen hat, das sieht ja schon sehr kastig alles aus, auch sehr übersichtlich ist, obwohl er so lang, hoch und breit ist. Das finde ich angenehm, denn es gibt so manch andere SUVs, da fährt man durch die Stadt oder durch den Ort und hat die ganze Zeit Angst, dass man vielleicht irgendwie was übersieht oder sowas, wenn man einfach so einen Koloss bewegt. Die Angst habe ich hier ehrlich gesagt nicht so. Es wirkt alles sehr schön frei. Und wenn man dann doch mal das Gefühl hat, dass man irgendwie was übersieht, dann helfen einem hier im Sorento so ein paar elektronische Helferlein. Mir steht hier zur Verfügung ein Totwinkelassistent und auch ein aktiver Spurwechselassistent. Wenn dann also doch mal unterhalb dieser großen Fensterlinie irgendwie was verschwinden sollte, dann habe ich links und rechts im Spiegelglas solche Warndrehecke in Form einer LED, die dann aufleuchten und auch blinken und sagen, hey, Achtung, da ist was, nicht abbiegen. So habe ich natürlich auch vorn und hinten Park Distance Control und, das habe ich schon in der Exterieurmoderation angesprochen, ich habe auch eine 360 Grad Rundumansicht, wenn ich einparken will, und das ist auch echt hilfreich bei so einem großen Auto. Und an dieser Stelle jetzt mal wirklich, falls jemand von Kia zuguckt, ich möchte jetzt ein ganz großes und ehrliches Lob aussprechen für die Qualität dieses 360 Grad Kamerabildes. Da muss ich der Sorento absolut nicht hinter Mercedes GLE oder Audi Q5 oder sowas von der Kameraqualität verstecken. Die hat sowohl mich als auch Alex, oder Alex? Ja. Wirklich umgehauen. Das ist dermaßen scharf und dermaßen gut abzuschätzen, wo da das Auto endet. Respekt, wirklich Daumen nach oben. Sehr cooles Feature. Stattet euch das unbedingt aus. Das hilft ungemein im Alltag. Außerdem bietet mir der Sorento, wenn ich dann in der Fahrt bin und nicht gerade in der Stadt bin, natürlich auch alle modernen Annehmlichkeiten, die ich mir heute in so einem modernen Fahrzeug wünsche. Ich habe einen abstandsgeregelten Tempomat, ich habe einen Spurhalteassistenten, ich habe eben auch einen Spurwechsel- und Totwinkelassistenten, ich habe einen Verkehrszeichenassistent, der das erkennt, wie schnell ich fahren darf und mir dann auch anzeigt, wie schnell ich fahren darf und auch so Zusatzzeichen erkennt. Zum Beispiel wird mir jetzt hier in meinem volldigitalen Cockpit auch angezeigt, Achtung, hier ist Überholverbot. Was ich ausgesprochen gelungen finde im Sorento, gerade hier in unserem Diesel, der immer serienmäßig mit dem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kommt, das ist ein neues Getriebe bei Kia, das ist einfach wie buttrig das schaltet. Das fühlt sich schon fast gar nicht mehr an wie ein Doppelkupplungsgetriebe, sondern das fühlt sich eher an wie so vom Komfortfaktor her, nicht von der Geschwindigkeit, sondern nur vom Komfort her,
wie so eine alte Mercedes-Wandler-Automatik in so einer S-Klasse. Die Wechsel zwischen den Gängen werden hier so perfekt, seidig, völlig unmerklich miteinander verschliffen. Es ist auch völlig egal, ob ihr jetzt hier ein bisschen dynamischer irgendwie an der Ampel anfahrt oder ob ihr ganz entspannt dahin gleitet, ist dem Getriebe einfach völlig wurscht. Gangwechsel sind schlicht nicht spürbar. Und das ist sehr schön, das ist nicht nur angenehm, sondern ich finde, das vermittelt auch so ein gewisses Hochwertigkeits- und Qualitätsgefühl. Gut gemacht. In Verbindung mit dem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe bietet mir der neue Sorento echt eine große Fülle an verschiedenen Fahrmodi und die unterteilen sich auch nochmal. Der eine Teil, das sind die normalen Fahrmodi im Bereich Drive, also für die Straße, da habe ich Komfort, Eco, Sport und einen Smart-Modus. Smart-Modus bedeutet nichts anderes. Die Fahrzeugelektronik versucht permanent festzustellen, wie ist jetzt gerade der Fahrzustand vom Auto und passt daran quasi immer so nahtlos die verschiedenen Fahrmodi an, sodass ihr eigentlich immer den richtigen Fahrmodus zur Verfügung habt. Wir fahren die ganze Zeit in Komfort rum und fährt sich super. Wenn ich auf den Fahrmodus-Schalter drauf drücke, dann wechsle ich auf die Terrain-Fahrmodi und da habe ich zur Verfügung Snow, Mud und Sand. Das sind, wie es der Name schon sagt, dann meine Offroad-Fahrmodi. Die sind auch nicht zu empfehlen, auf der Straße zu benutzen, denn da hält das Getriebe ewig lange die unteren Gänge, damit immer schön viel Drehzahl bei wenig Geschwindigkeit vorhanden ist. Und da lässt sich dann mit dem neuen Sorento auch tatsächlich mehr im Gelände reisen, als man diesem Auto von außen vielleicht so zutrauen würde. Und wir wären ja nicht bei Asphaltart, wenn wir das nicht auch mal ausprobieren würden. Und deshalb springen wir jetzt mal zusammen in einen Offroad-Park. Erstes Hindernis, Leute, die Wasserdurchfahrt. Wichtig beim Durchfahren einer Wasserdurchfahrt im Offroad ist, nicht zu schnell einfahren, denn es gilt es zu vermeiden, eine Bugwelle zu erzeugen, die dann nach vorne hochschwappt und angesaugt wird. Das wäre natürlich nicht gut. So, und der Sorento, der macht das hier ganz souverän. Und das Coole ist, ich habe ja hier vorne so eine schöne Kamera und ich sehe hier über meine Kamera, ja, dass ich noch gar nicht mal so tief ins Wasser eingetaucht bin. Und da sind wir auch schon durch. Ziemlich souverän ist das Dickschiff hier durchs Wasser gewartet. Wie so ein graues Nilpferd. Ist das nicht schön? Hindernis Nummer 2, und das ist vielleicht auch ein bisschen realitätsnäher für so ein Sorento. Wir haben hier jetzt eine schöne Sandfläche und wir haben den Fahrmodus jetzt auch auf Sand geändert. Was macht das Auto dabei? Klar, ich meine, erstens, er hält den ersten Gang sehr lange, damit er viel Drehmoment hat. Und er lässt auch deutlich mehr Schlupf zu, sodass die Fahrzeugelektronik es auch zulässt, dass die Räder ein bisschen durchdrehen und sich so durch den Sand durchschaufeln und sich der Sorento so nach vorne zieht. Und ich denke, das ist doch eher ein realistischeres Szenario, wenn ihr zum Beispiel den Sorento auf dem Reiterhof oder sowas als Zugfahrzeug einsetzen wollt und dann da auch mal irgendwo durch Sand oder auch mal ein bisschen durch tieferen Matsch mit schönen Spurrillen oder sowas durchmisst. Also ihr seht jetzt hier, da zottelt er sich hier ganz souverän durch. Gar kein Problem. Hindernis Nummer 3, oder was sag ich? Hindernis. Für den Sorento ist das natürlich kein Hindernis. Das ist jetzt hier die Kiesstrecke und mit fortschreitender Strecke wird dieses Kiesbett immer tiefer und tiefer und ich merke es jetzt auch schon so langsam, die Räder fangen an sich einzugraben. Wir sind jetzt hier weiterhin im Sandmodus, das wäre in dem Fall aber fast egal. Und ich spüre jetzt richtig, das Auto fängt so ganz leicht an zu schwimmen und gräbt und wühlt sich jetzt hier aus diesem Kies raus. Und ja, also ich sag's euch, wie es ist. Ne? Ich kann nichts im Gelände und ich muss in dem Auto auch nichts können. Ich finde es ziemlich souverän, wie sich der Sorento hier durchzottelt. Und übrigens, vor mir, der Instruktor fährt einen Sportage 4x4. Der hat übrigens auch keine Probleme. Cool. Hindernis Nummer 4, das ist jetzt das Geröllfeld. Und das sind schon echt ziemlich massive Brocken, über die wir jetzt hier gerade drüber fahren. Und das ist, denke ich, auch so eine ja, eher alltäglichere Situation. Jetzt klappert hier das Funkgerät rum, das nehme ich mal in die Hand. Wenn ihr mit dem Sorento zum Beispiel mal über wirklich einen super, super schlechten Feldweg fahrt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, hört mal, also abgesehen vom Funkgerät, ich höre jetzt hier auch nichts klappern und rappeln. Jetzt wackelt da ein bisschen die Funkstrecke rum, aber am Auto ist nichts am Klappern. Und ganz ehrlich, das schaukelt mich hier schon ganz gut durch. Da bin ich überrascht. Cool. So Leute, und jetzt schlägt die Stunde der Bergabfahrhilfe. Wir sind im Fahrprogramm MAD, da ist die Bergabfahrhilfe immer automatisch mit aktiv und fahren jetzt 54, ach du Scheiße, 0,2% Steigung hinunter.
Ich hab's schon mal gesagt, ich bin echt kein Offroad-Fahrer. Und ja, die richtigen Offroad-Cracks unter euch, die werden mich jetzt wahrscheinlich auslachen und vielleicht auch den Kia Sorento, aber mich ohne Mist, mich beeindruckt sowas immer tierisch, weil sowas erlebst du ja nicht im Alltag, ne? Wenn es so steil bergab geht, das ist schon echt beeindruckend. Und ich muss euch sagen, ich habe dem Sorento nicht zugetraut, dass ich mich in solchen Situationen hier tatsächlich so sicher fühle. Aber ich fühle mich sicher. So, und jetzt soll es wohl noch mal ziemlich rutschig werden. Hier im Offroad-Park hat es die ganzen Tage geregnet. Der Boden ist so richtig schön matschig und schlammig. Und ja, jetzt fängt der Sorento so ein bisschen an zu rutschen. Aber wir haben jetzt hier auf diesem Auto spezielle Offroad-Reifen drauf und keine Straßenreifen. Und ja, ich bahne mir jetzt hier so meinen Weg runter. Und ja, dann bin ich auch schon unten. Und es hat funktioniert. Boah. Aber ich sag euch, so richtig geil ist das Gefühl nicht, wenn so ein großes SUV wie so ein Sorento auf so einem Bergabfahrstück anfängt, so hin und her zu schlingern und zu rutschen. Ja, ich bin halt doch eher der Asphaltfahrer. Gut, ich würde sagen, da springen wir jetzt wieder hin, denn da fühlt sich der Sorento so richtig wohl. Aber so viel sei gesagt, ich war wirklich überrascht davon, dass er das hier alles so souverän weggesteckt hat. Also ich habe jetzt kaum einen Unterschied gespürt zu dem Mal, als ich mit dem Touareg im Offroad-Park war. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ach, sowas macht doch immer wieder Spaß. So ein bisschen im Dreck spielen. Erwachsene Jungs, ja, spielen einfach gerne mit großen Spielzeugen im Dreck. Coole Sache. Ein letzter Punkt noch hier vorne auf dem Fahrersitz. Ich habe euch vorhin schon gesagt, dass der neue Sorento eine 360-Grad-Rundum-Ansicht hat und deshalb links und rechts unter den Spiegeln 280-Grad-Kameras, die quasi 180 Grad jeder Fahrzeugseite abdecken, also auch nach hinten gucken können. Und diese Kameras setzt der Sorento nicht nur beim Rangieren ein, sondern auch in folgender Situation. Ich biege jetzt hier mal links ab und dann wird mir in meinem volldigitalen Cockpit linker Hand das Kamerabild der Weitwinkelkamera unter dem linken Außenspiegel eingeblendet. Jetzt auch. Und dann sehe ich erstens ganz genau, ob ich irgendwie vielleicht um so eine Bordsteinkante drumherum komme oder sowas in der Stadt. Oder ich kann natürlich auch in meinen toten Winkel gucken, so wie jetzt beim Rechtsabbiegen. Wenn dann da ein Fahrradfahrer steht zum Beispiel, sehe ich den. Und mit diesem Kamerasystem ist der tote Winkel zwar nicht komplett eliminiert, aber fast hundertprozentig ausgelöscht. Sowas finde ich einfach eine coole Sache, wenn da die Technik, die sowieso vorhanden ist, dann noch für solche Zusatzfeatures genutzt wird. Und wenn sie dann auch noch so sinnvoll sind wie hier, naja, dann geht's doch gar nicht besser, oder? Das soll es erstmal gewesen sein von hier vorne. Ich gucke mir jetzt noch an, wie ich hinten sitze. Aber dafür brauche ich erstmal meinen Alex, denn der fährt jetzt den Sorento weiter und ich setze mich quasi hinter mich selbst. Hier hinten auf der Rücksitzbank, da spielt der Sorento jetzt so richtig seine Stärken aus. Auch wenn Alex jetzt fährt, der Fahrersitz ist weiterhin auf meine Größe eingestellt. Ich bin 1,84 Meter groß, sitze jetzt also hinter mir selbst. Und jetzt guckt mal hier. Das ist ja wohl mal Kniefreiheit. Hier fühle ich, fühle mich hier hinten wie in einer S-Klasse oder in einem Audi A8. Da ist es wirklich unheimlich viel Platz. Was mir auch auffällt, ich sitze, ach, da steht schon wieder so ein schöner GT3 RS, zwei Stück. Entschuldigung, Leute, wir sind hier am Nürburgring. Ich sitze sehr hoch und kann hier, wenn ich mich anstrenge, über Alex Kopf hinweg nach vorne rausgucken. Das finde ich ja mal total cool. Das ist nämlich irgendwie total angenehm, wenn ich von hinten hier gucke. Schaut mal hier, kann ich drüber gucken. Ja. Ansonsten, die Sitzplätze sind kaum ausgeformt, also Seitenhalt ist hier hinten nicht vorhanden, aber ich sitze ausgesprochen bequem. Die Sitzfläche ist auch lang genug für meine Körpergröße, so dass es nicht unangenehm kurz ist. Also ich glaube, ich kann ja auch wirklich sehr lange hinten sitzen. Ich habe außerdem für jeden Fahrer hier hinten nochmal Lüftungsdüsen. Wir haben jetzt hier leider keine dritte Klimazone, das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, dass mir der Beifahrer vorne die Temperatur einstellt. Ansonsten hier noch einen 12-Volt-Anschluss. Noch ein USB-Anschluss und das finde ich sehr schlau gelöst. Sowohl im Beifahrersitz als auch hier im Fahrersitz habe ich noch einen USB-Anschluss. Dann kann ich mein Handy oder Tablet direkt hier hinten in die dafür vorgesehene Ledertasche schieben und dann wird es geladen. Das finde ich sehr schlau, hat jemand wirklich nachgedacht. Und apropos Beifahrersitz, ich kann hier ähnlich wie im Skoda Superb oder wie in so mancher Luxuslimousine von hier hinten, ach, guck mal, den Beifahrersitz verstellen und mir so noch mehr Beinfreiheit verschaffen. Das ist schon eine coole Sache.
Hier hinten habe ich auch elektrische Fensterheber und sowohl hinter dem Fahrer als auch hinter dem Beifahrer Sitzheizung. Belüftete Sitze gibt es hier hinten nicht. Ich lasse für euch auch mal kurz das Fenster runter. Und siehe da, das lässt sich komplett versenken. Das finde ich wirklich sehr angenehm. Da kann ich hier entspannt meinen Arm drauflegen. Und was ich auch richtig cool finde, hier schaut mal, serienmäßig Sonnenblenden bzw. Sonnenrollos. Total angenehm, gerade wenn Kinder hier hinten sitzen und die Sonne im Sommer hier so reinknallt, dann stört das nicht ganz so sehr. Sehr schöne Sache. Hinten gibt es dann auch nochmal neben den Türtaschen richtig vollwertige Becher und Flaschenhalter. Und hier steht jetzt drin eine 0,75 Liter Flasche. Und hier würde aber auf jeden Fall noch eine 1 Liter Flasche reinpassen. Bei der Türtasche wird es schon schwieriger. Das ist mehr so ein kleines Loch, wo ich was reinstellen kann. Da wird schon selbst eine 1 Liter Flasche sehr, sehr knapp. Ich kann hier hinten natürlich auch noch eine Mittelarmlehne rausklappen. Die ist auch mondän ausgeformt. Hier finden locker die beiden Arme Platz. Hier sind nochmal zwei Becherhalter. Und hier gibt es dann auch noch eine Skidurchreiche, falls ich mal zu dritt reise. Und natürlich bietet der Sorento hier hinten auch Isofix, nicht hinter Klappen, sondern hier verstecken sich die Anschlüsse direkt zwischen den Polstern und da könnt ihr Babyschalen hier reinklicken. Auch natürlich, klar, die Kopfstützen in der Höhe verstellbar. Hier in der Mitte ist auch noch mal ein Platz und sehr, sehr angenehm und sehr außergewöhnlich, schaut mal hier, obwohl wir ja hier in einem Allradfahrzeug sitzen, habe ich quasi keinen Kardantunnel. Ich habe hier nur so eine 3 cm hohe Erhöhung. Das heißt, für denjenigen, der hier in der Mitte Platz nimmt, ist es deutlich bequemer, als wenn der seine Füße irgendwie links und rechts von so einem Kardantunnel hinquetschen müsste. Ja, ansonsten habe ich hier noch eine zentrale Lampe. Leider keine einzelnen Lese-LEDs für links und rechts. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich fühle mich echt sehr, sehr wohl hier hinten. Und ich glaube, ich bleibe jetzt einfach hier sitzen. Es ist so angenehm. Alex, fahren wir noch eine Runde zum Brünnchen? Ja, auf jeden Fall. Ach, wenn man schon mal hier ist, dann muss man wenigstens auch mal ganz kurz gucken gehen. Und mit diesen Worten und mit dieser Vorfreude möchte ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Hier aus dem nagelneuen Kia Sorento. Mir hat sehr großen Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und es würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr diesen YouTube-Kanal abonniert und vielleicht sogar noch auf die Glocke klickt. Denn dann verpasst ihr auch kein kommendes Review mehr, wenn ihr darauf Lust habt. Und wenn ihr außerdem Lust habt, guckt bei uns bei Instagram vorbei. Auch da abonnieren oder auch nicht abonnieren, wie ihr gerne möchtet. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!